Herr Dr. Bauknecht, Chefvolkswirt der IKB, Sie haben sich unter anderem geäußert zur Entwicklung in China. Dieser Börsensommer war turbulent. Man macht sich Sorgen um das große Reich der Mitte, macht sich Sorgen vor einer größeren Wachstumsabkühlung. Sind denn diese Sorgen erstmal grundsätzlich berechtigt? Die sind grundsätzlich berechtigt. Wir sehen doch deutliche Abkühlungstendenzen in der chinesischen, vor allem in der Industrieproduktion und generell in der BIP-Wachstumsentwicklung. Ist Deutschland ein wichtiges Partnerland von China? Merken wir diese Abkühlung schon in den Exportzahlen nach Deutschland oder beziehungsweise von Deutschland nach China? Ja, die deutschen Exporte haben sehr gut getan im zweiten Quartal. Aber wenn man sich die Exporte nach China anschaut, dann sehen wir da doch deutliche Verlangsamungen. Betrifft das jetzt nur den Maschinenbau oder auch die Automobilwirtschaft? Welche Sektoren sind da besonders von betroffen? Es betrifft vor allem den Automobilsektor und der Maschinenbau. Da sehen wir Rückgänge von der Industriequote von 10% auf aktuell 7,5-8%. Und ist das das sogenannte Rückgrat der deutschen Industrie? Das ist also nicht so unwichtig für uns. Das heißt, wie wird sich das nachher dann auswirken auf die Gesamtstatistik? China macht nur etwa 6% der gesamtdeutschen Exporte aus. Also ein Rückgang in den Exporten nach China belastet jetzt das gesamtdeutsche Konjunkturbild nicht so sehr. Vorausgesetzt, andere Wachstumspole, wie zum Beispiel die USA, bleiben weiterhin relativ robust. Da läuft es rund. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist stark unterwegs. Die Wirtschaft ist auch enorm unterwegs. Wenn wir die Zahlen hochrechnen aufs Jahr, dann kommt man da auf Wachstumsraten. Da kann die Eurozone nur von träumen. Und trotzdem wartet die Fed einmal mehr zu und blickt nicht so sehr in den amerikanischen Kreislauf, sondern man hat das Gefühl, sehr weit weg Richtung Fernost nach China, wo das eigentlich gar nicht das Mandat ist der US-Notenbank. Hat sie die Entscheidung dann von der Seite her dann doch überrascht letzte Woche weiterhin zuzuwarten? Also überrascht hat es nicht. Generell haben wir global viele Unsicherheiten. Wir haben China, die sich abkühlt. Wir haben einen aufwertenden Dollar. Das sind alles Aspekte, wo die Fed doch eine gewisse Besorgnis erhebt. Historisch war es immer so, dass in finanziellen Krisen die Fed die Zinsen gesenkt hat. Ja, das kann sie jetzt nicht mehr, weil man natürlich bei 0% ist. Aber sicherlich sollte man zu einem Umfeld von erhöhter Unsicherheit auf den realwirtschaftlichen Märkten, aber auch auf den Finanzmärkten doch eher vorsichtig sein mit einer Zinsanhebung. Also man scheut einmal mehr diesen ersten Schritt, dieses erste Lift-Off, tastet sich sehr vorsichtig voran. Andere fragen, wenn nicht jetzt, wann dann? Was wäre, wenn wir den nächsten zyklischen Abschwung bekommen? Sie sagen es ja selber, dann ist da kein Pulver mehr, um geldpolitisch zu agieren. Wann rechnen Sie denn mit der ersten kleinen Zinsanpassung nach oben? Wir gehen immer noch davon aus, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr kommen wird. Ich denke, es ist entscheidend, dass auch nächstes Jahr nicht viel Zinsanhebungen kommen werden, weil eben grundsätzlich die US-Konjunktur nicht die Dynamik zeigt, die der Fed das Vertrauen gibt, jetzt die Zinsen doch deutlich anzuheben. Auf der anderen Seite des großen Teiches in der Eurozone wird sogar über eine Ausweitung von QE spekuliert am Markt. Rechnen Sie damit, dass die EZB nochmal nachlegen wird, weil auch hier die Konjunktursorgen wieder ein bisschen größer werden? Ja, sicherlich hat sich dieses Risiko oder diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Je länger die Fed zögert, desto mehr Aufwertungsdruck ergibt sich auch für den Euro. Und das wiederum erhöht den Handlungsdruck auf die EZB. Die EZB und das Aufkaufprogramm muss sicherstellen, dass der Euro relativ schwach bleibt und dass die Eurozone über ihre Exporte, über ihre Leistungen, Wachstumsbilanz einen gewissen Wachstumsimpuls generiert. Geld ist ja nicht das Problem. Liquidität haben wir im Überfluss. Sie sind auf die deutsche Industrie eingegangen, auf das Thema auch Kreditnachfrage. Wie bekommen wir dieses Schmieröl jetzt in den Kreislauf hinein? Das ist ja die große Frage. Da stockt es weiterhin. Vertrauen, 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 das ist das Entscheidende. Und in früheren Zeiten vor der Finanzkrise haben Unternehmen investiert auf der Grundlage von Erwartungen und Opportunitäten. Dieses grundsätzliche Vertrauen in konjunkturelle Erholung, das ist doch sehr erschüttert durch die verschiedenen Krisen, die wir in der Eurozone hatten. Und Investoren, Unternehmer sind doch eher zögerlich. Und von daher ist das Entscheidende, auch um den Investitionszyklus in Europa wieder zu beleben, dass wir ein grundsätzliches Vertrauen in das Wachstumspotenzial Europa wieder bekommen. Das kann aber die Geldpolitik nicht leisten. Das muss dann die Politik leisten? Die Geldpolitik kann Impulse senden. Ein schwächerer Euro würde gewisse Wachstumsimpulse kurzfristig senden. Sicherlich ist es ein langer Prozess, bis man ein großes Vertrauen hat. Und trotzdem kommt ja die Inflation nicht in die Gänge. Man hat eher den Eindruck, man ist da relativ hilflos im Moment im Eurotower. Man diskutiert auch die Frage der Berechnung von Inflation neu, oder das ist zumindest eine Diskussion im Moment. Warum ziehen die Preise nicht an? Nun, ja, Öl fällt, die Rohstoffpreise fallen, da schließt sich der Kreis mit China. Macht natürlich das Agieren jetzt auch für die EZB, aber auch für die Fed nicht einfacher.
Im Moment ist die Inflation so niedrig wegen dem Ölpreis. Das ist der Hauptgrund. Aber im weiteren Verlauf des Jahres wird die Inflationsrate steigen, einfach weil die Ölpreiseffekte rausfallen werden. Schaut man sich die Kerninflationsrate an, also die Inflationsrate ohne die Energiekosten, dann sehen wir doch einen marginalen Anstieg zu letztem Jahr. Aber Europa hat Überkapazitäten. Europa hat eine hohe Arbeitslosenquote. Die Nachfrage ist relativ schwach. Gibt es keinen Inflationsdruck. Was heißt es abschließend für die Kapitalmärkte? An den Anleihenmärkten ist nicht mehr sehr viel Luft. Da wird immer von der großen Korrektur gesprochen. Sie gab es schon mal jetzt über die Sommerwochen. Jetzt hat sich die Lage wieder ein bisschen stabilisiert. Die Aktienmärkte sind nervöser, sind jetzt auch turbulenter. Also die beiden klassischen Anlagebereiche machen den Anlegern Sorge im Moment. Was heißt das für das Kapitalmarktumfeld aus Ihrer Sicht? Sicherlich werden Langfristzinsen oder die Rendite im Kapitalmarkt noch auf längere Zeit niedrig bleiben. Das aber wiederum stützt den Aktienmarkt. Ich denke, dass der DAX sehr stark belastet ist durch die Risikoverunsicherung über China. Aber grundsätzlich haben wir eine unterstützende EZB und wir haben ein Wachstumsmittel auch in Deutschland, das relativ solide ist und auch die globale Konjunktur mit den USA, wenn auch nicht boomend, dann doch immerhin relativ solide, gibt ein relativ gutes Ertragspotenzial für den deutschen Aktienmarkt. Sagt Herr Dr. Bauknecht, vielen Dank für Ihre Einschätzungen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.